Thema Toleranz auf Kosten der Verkehrssicherheit? Fragezeichen. Ich fahre mit zwei Bussen und mit zwei S-Bahnen zur Arbeit und wieder zurück und bin daher ja sehr oft im öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Und mir ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass viele Busfahrer Musik hören während der Fahrt. Zum einen ist es natürlich verboten aus Verkehrssicherheitsgründen, zum anderen nervt das, wenn man abends einsteigt und man hört dann irgendwelche Musik. Gut, wenn der allein fährt, ist das natürlich egal, aber sobald Fahrgäste da sind, sollte das, finde ich, nicht sein. Ich habe großes Verständnis, dass man beim Fahren Musik hören möchte. Es ist auch ein langweiliger Job zum Teil, aber ich finde es nicht in Ordnung, weil mich nervt es. Mich nervt es auch, wenn ein paar Reihen weiter irgendein Fahrgast mit Kopfhörern Musik hört und man hört noch so die Beats. Das ist ja auch störend. Aber wenn der Busfahrer die Musik oder den Bus mit Musik beschallt, ist das, oder geht das überhaupt nicht. Das ist dann auch oft irgendwie türkische oder was auch immer für Musik. Das führt zum nächsten Thema. In München sind nach meiner Beobachtung die meisten Fahrer Ausländer. Und zwar, ich glaube, Türken sind sehr viele vom Balkan, neuerdings auch Rumänen, Bulgaren. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Bezahlung sehr schlecht ist und die Arbeitszeiten sehr schlecht sind. Ich habe mich da mit einem Busfahrer mal unterhalten, also die fahren manchmal ein paar Stunden, haben dann irgendwie so eine freie Phase von auch von 4, 5 Stunden und dann müssen sie wieder arbeiten. Also so ein Tag ist dann bei denen auch wirklich zerrissen irgendwie und in dieser freien Phase kannst du auch nicht viel unternehmen. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie außerhalb wohnst, kannst du da auch nicht nach Hause fahren. Ist ganz merkwürdig. Also ich verstehe, dass man da nicht unbedingt arbeiten möchte und dass vielleicht deswegen auch Arbeitnehmer aus anderen Ländern angeworben werden, die diese Bedingungen akzeptieren. Finde ich allerdings vom MVV skandalös, dass die das, ja, dass die das machen. Und ein Problem, das dadurch aber auch entsteht, ist, und das ist mir auch aufgefallen, viele dieser Fahrer können kein Deutsch. Das heißt, es ist in der Nähe vom Flughafen, wo ich da immer hinfahre. Es sind teilweise Fahrgäste, ja, Geschäftsreisende oder Touristen, die dann zum Hotel wollen, die dann auch den Fahrer fragen, wo sie aussteigen müssen, um zum Hotel zu kommen oder welche Tickets sie brauchen. Und da versteht er die zum Teil überhaupt nicht. Ich und auch andere springen da gerne mal ein und erklären das dann, man ist alles nett und will ja helfen. Aber eigentlich geht es ja nicht so. Also es müsste ja auch anders laufen. Und ich habe mir dann auch gedacht, also ich fahre ja teilweise auch abends, 22, 23 Uhr. Manchmal bin ich auch der einzige Fahrgast um die Zeit. Und was ist jetzt zum Beispiel gesetzt oder gegeben der Fall, ich habe einen Herzinfarkt oder sonst irgendetwas, der könnte nicht mal per Notruf oder Notruf absetzen und beschreiben, was Sache ist, der Fahrer, und er könnte eben keine Hilfe holen. Und das finde ich schon sehr bedenklich. Also ich meine, es können Epileptiker im Bus sein, die einen Anfall bekommen oder was auch immer. Also ich finde es unverantwortlich vom MVV oder wer auch immer dafür für verantwortlich ist, für die Besetzung der Busse mit Fahrern. Und ich denke, da sollte was geändert werden. Und da bin ich auch solidarisch mit diesen Fahrern. Es sollten auch deren Arbeitsbedingungen verbessert werden, also sprich Bezahlung und auch Arbeitszeiten. Ich meine, es ist ein sehr verantwortungsvoller Job. Ich werde jetzt den Link zu diesem Film dem MVV schicken und auch noch ein paar Zeilen dazu. Ich werde es jetzt auch an die TZ schicken. Das ist eine Münchner Tageszeitung. Und ich habe bislang zu diesem Thema noch nichts gelesen oder gehört. Ich denke, es ist an der Zeit, dass sich da auch die Medien vielleicht damit mal mit befassen.
damit das anders wird. Danke und schönen Abend noch.